Hallo, wir wollen im Folgenden die bereits von Ihnen mehrfach bearbeiteten Geschäftsvorfälle des ersten Arbeitstages Ihrer Filiale in das Hauptbuch übertragen. Hierzu nutzen wir vorbereitete Excel-Arbeitsblätter. Ein Journal. Ein Arbeitsblatt, das den Vermögensbereich und den Schulden- oder Finanzierungsbereich des Hauptbuches simulieren soll. Und ein Arbeitsblatt, das den Leistungsbereich, also die Aufwands- und Ertragskonten im Hauptbuch, simulieren soll. Ich habe bereits das Ihnen bekannte Journal vorbereitet. Um zukünftig eine geordnete Gliederung des Journals zu erreichen, habe ich den Buchungssätzen, die unsere Geschäftsvorfälle dokumentieren, die Überschrift Geschäftsvorfälle gegeben. Wenden wir uns dem ersten Buchungssatz zu. Vermögen, Konto Bank, an Schulden oder Finanzierung, Konto Kapitaleinlage 50.000 Euro. Für die Übertragung des Buchungssatzes in das Hauptbuch müssen wir uns zunächst einmal die Konten einrichten, also die notwendigen Kontennamen vergeben. Hinsichtlich der Übertragung des ersten Buchungssatzes benötigen wir die Konten Bank und Kapitaleinlage. Anschließend können wir den Buchungssatz übertragen. Oder wie es in der Fachsprache der Buchhalter heißt, kontieren. Unter der Buchungssatz Nummer 1 buchen wir einen Wertezufluss auf dem Bankkonto in Höhe von 50.000 Euro. Die Buchung erfolgt auf der Sollseite des Bankkontos. Ebenfalls unter der Buchungssatz Nummer 1 buchen wir einen Werteabfluss auf dem Konto Kapitaleinlage in Höhe von 50.000 Euro. Also eine Buchung auf der Habenseite des Kontos Kapitaleinlage. Über die Buchungssatznummer, in unserem Fall die 1, können wir in der Zukunft den entsprechenden Buchungssatz, der hinter der Buchung auf dem Konto steht, jederzeit wiederfinden. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn sich Fehler in das System der Buchführung eingeschlichen haben. Wenn Sie nun alle Buchungssätze aus dem Journal übertragen haben, ergibt sich folgende Situation. Für die Konten des Vermögens- und Finanzierungsbereichs und die Konten des Leistungsbereichs. Die Geschäftsvorfälle des ersten Arbeitstages der Filiale sind im Hauptbuch gebucht. Sie haben sicherlich wahrgenommen, dass diese Arbeit eigentlich nur ein Übertragen vom Grundbuch in das Hauptbuch darstellt. In der vordigitalen Zeit wurden mit dieser Aufgabe viele Menschen beschäftigt. Heute erfolgt in der Praxis das Übertragen der Buchungssätze auf die Konten automatisiert. In der Ausbildung muss dieser Arbeitsschritt in dieser Form erläutert werden, um den zukünftigen Kaufleuten die Zusammenhänge und Datenströme deutlich zu machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.